Die ICL ist geeignet für Patienten, bei denen man aus verschiedenen Gründen einen Laserkorrektur nicht durchführen kann. Sei es, dass der Sehfehler zu hoch ist oder dass die Hornhaut zu dünn ist. Also wird die ICL in der Regel angewendet bei Patienten mit hohen Sehfehlern und dünnen Hornhäuten. Die Methode ist mittlerweile aber auch so weit fortgeschritten, wir haben so viel Erfahrung mit intraokularen Kontaktlinsen, also ICL, dass wir sie auch als erste Alternative in vielen Fällen anbieten. Wenn die Patienten einen Sehfehler haben, der korrekturbedürftig ist, kann man auch schon ab geringgradigeren Sehfehlergrößen eine ICL implantieren.